Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den digitalen Endgeräten. Heute begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich aus der rheinland-pfälzischen Landesvertretung zu einer besonderen Lesung mit einem ganz besonderen Autor. Maxim Leo, der Schriftsteller und Träger des Europäischen Buchpreises, des Theodor-Wolff-Preises, wird heute aus seinem Buch lesen, wo wir zu Hause sind. Und in diesem Buch erzählt er über 4 Generationen hinweg die Geschichte seiner Familie, seiner jüdischen Familie. Und damit leisten wir auch einen Teil, einen Mosaikstein in diesem Fest- und Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Maxim Leo erzählt aber auch viel mehr. Er erzählt deutsche und europäische Geschichte. Und er erinnert auch daran, dass seit Jahrhunderten Jüdinnen und Juden Philosophie, Wissenschaft, Wirtschaft und Kunst in unserem Land maßgeblich mitgestaltet haben. Für uns in Rheinland-Pfalz ist dieses Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben ein ganz besonderes, denn auch jüdische Kultur hat Rheinland-Pfalz maßgeblich mitgeprägt. Und deshalb haben wir mit über 70 Veranstaltungen der jüdischen Kultusgemeinschaften, aber auch von Vereinen und Bildungseinrichtungen hier einiges in diesem Jubiläumsjahr geplant. Aber das jüdische kulturelle Erbe, das hat in Rheinland-Pfalz eine so lange Tradition und soll auch für uns den Status des Weltkulturerbes erhalten. Wir haben die sogenannten Schummstädte Mainz, Worms und Speyer, die über Jahrhunderte das geistige und kulturelle Leben des aschkenasischen Judentums mitgeprägt haben, in den Vordergrund gestellt. Wir wollen dieses wertvolle kulturelle Erbe wieder sichtbarer machen und deshalb wollen wir die Schummstätten zum UNESCO-Welterbe erklären lassen. Alle wichtigen Vorarbeiten dazu haben wir bereits getroffen. Heute hören wir in dieses Buch hinein mit Maxim Leo und seinem Buch, wo wir zu Hause sind. Der Autor reflektiert anhand seiner Familiengeschichte diese Gegenwart in all ihrer Widersprüchlichkeit auf ganz besonders beeindruckende Weise. Und wer könnte uns das Buch und den Autor besser vorstellen als Thomas Böhm? Er ist selbst Autor, langjähriger Leiter des Literaturhauses Köln und Radio 1 Literaturagent. Ich freue mich sehr, dass wir beide für unsere heutige Veranstaltung gewinnen konnten und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören und beim Schauen und beim Erleben dieses wunderbaren Buches und des Autorengespräches. Bleiben Sie dran. Maxim Leo, wir sprechen über jüdisches Leben in Deutschland anhand Ihres Romans über Ihre Familie. Wir tun das im Juni in der Hitze Berlins. Lassen Sie uns doch passend anfangen mit Weihnachten. Da hat Ihre Mutter immer Hühnersuppe gekocht, habe ich gelesen. Warum nicht den Berliner Klassiker, Kartoffelsalat mit Würstchen? Der wurde von meinem Vater immer vorgeschlagen, aber meine Mutter hatte dieses Rezept aus ihrer Familie. Und sie sagte immer, wir machen das, weil es so schön praktisch ist. Was ja im Grunde auch hinter dem Würstchen mit Kartoffelsalat steckt, glaube ich. Und bei uns in der Familie war Hühnersuppe immer das Praktische. Und bis ich irgendwann, ich weiß nicht, ob es bei den Recherchen zu diesem Buch war oder später, erfahren habe, dass Hühnersuppe ein relativ klassisches jüdisches Gericht zu Chanukka ist. Und als ich meine Mutter danach fragte, sagte die, ach, das haben die sich ausgedacht. Ja, bei uns gab es immer nur Hühnersuppe und zwar, es hatte keinen religiösen, keinerlei Bezug. Also selbst sie hat sozusagen, wollte auch diesen Zusammenhang nicht herstellen. Aber die Geschichte war deshalb ganz schön, weil sie natürlich zeigt, wie, dass sich bestimmte Dinge in so eine Familie einschleichen und in ihr eine Rolle spielen und wichtig sind, ohne dass man immer weiß, warum sie wichtig sind und was sie zu bedeuten haben. Mhm. Und da war diese Hühnersuppe ein ganz schönes Beispiel dafür. War ein Fingerzeig auf eine jüdische Tradition, auf einen jüdischen Zweig Ihrer Familie. Maxim Leo, Sie sind Jahrgang 1970. Ihre Mutter
ist die Historikerin Annette Leo und die hat unter anderem eine Biografie über ihren Großvater Dagobert Lupinski geschrieben, einen kommunistischen Journalisten und Widerstandskämpfer, der im KZ Auschwitz ermordet wurde. Wie präsent war denn überhaupt die jüdische Geschichte ihrer Familie für Sie? Ach, das war immer präsent, irgendwie und irgendwie auch wieder nicht. Also es ist, als Kind habe ich immer mal Fragen gestellt. Warum kommt Onkel André uns aus London besuchen und die anderen kommen daher? Und warum wohnen die nicht alle hier? Und wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und dann hat meine Mutter mir, glaube ich, immer irgendwas erklärt, und was natürlich kompliziert war. Und ich habe es dann, glaube ich, auch relativ schnell wieder vergessen. Und dann, also es war ein bisschen bei mir so wie mit der sexuellen Aufklärung. Man fragt immer mal wieder nach, man kriegt eine Antwort, man vergisst wieder. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man es dann nicht mehr vergisst, also sowohl die sexuelle Aufklärung als auch das Judentum oder die jüdische Geschichte der Familie. Das war aber relativ spät, glaube ich, dass ich wirklich mich A, dafür interessiert habe und B, es auch einordnen konnte und auch die verschiedenen Familienzweige auseinanderhalten konnte und mich dann vielleicht auch irgendwann gefragt habe, was es eigentlich für mich bedeutet. Ja, so, also diese Geschichte auch nicht nur für meine Familie zu haben, sondern auch für mich selbst. Sie haben in einem Interview gesagt, in unserer Familie spielte das Jüdischsein eher eine verschämte Rolle. Woher rührte denn die Scham? Naja, es war so, niemand wollte eigentlich jüdisch sein. Also mein Großvater, der überzeugter Kommunist war, für den war jüdisch sein aus zwei Gründen nicht so gut. Erstens, weil es einen religiösen Bezug hatte und er war ja Kommunist. Und zweitens, weil jüdisch sein für ihn bedeutete, Opfer zu sein und Objekt zu sein, Objekt der Geschichte. Er war in der Resistance in Frankreich, hat er gegen Hitler gekämpft, kam dann als Offizier nach Deutschland zurück, hat Deutschland befreit. Er war Akteur, er war jemand, der Geschichte formte und nicht erlitt. Und Juden waren für ihn Leute, die mit denen etwas gemacht wurde. Und deswegen war aus mehreren Gründen das Jüdischsein, man hat nicht darüber gesprochen, man hat sich da auch also überhaupt nicht so bekannt. Das war, ich weiß noch, mein Großvater war in Jerusalem zum großen Prozess als Berichterstatter eingeladen gegen Eichmann, ja, und als Journalist. Und zusammen mit einem anderen jüdischen Journalisten, der für die ostdeutsche Presseagentur berichtete. Und diese beiden Kinder jüdischer Familien waren da abgesandt und durften erstens nicht über den Eichmann-Prozess berichten, sondern vor allem über Globke und den Kalten Krieg Westdeutschlands, und hatten zweitens irgendwie auch sich innerlich so ein striktes Verbot selbst erteilt, diese Geschichte, die da verhandelt wird, als ihre Geschichte zu sehen. Und mit dem Ergebnis, dass mein Großvater zurückkam mit einem Wirbelsäulenvorfall und sein Kollege Kahane hatte eine schwere Gallenkolik. Also die hatten psychosomatische, schwerste Symptome, haben es aber überhaupt nicht zusammengebracht mit ihrer eigenen Geschichte, die da. Also so stark wurde das in unserer Familie auch verdrängt. Mhm. Über die Verdrängung, über die Prozesse, über das Entdecken werden wir im Laufe unseres Gesprächs sicherlich noch reden. Diesen Großvater, den Sie jetzt erwähnt haben, über den haben Sie ja 2009 vor allen Dingen ein Buch geschrieben, Haltet euer Herz bereit. Jetzt dieses neue Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, Wo wir zu Hause sind. Es ist ja immer bei einem Buch interessant, die Frage zu stellen, was war die Inspiration? Die stelle ich jetzt nicht, denn die Antwort darauf ist in der ersten Lesung enthalten. Gleich am Anfang von Wo wir zu Hause sind, führen Sie uns auch ein bisschen mit einer Lesung in die Geschichte Ihrer verschwundenen Familie, das ist ja der Untertitel, in die Geschichte Ihrer verschwundenen Familie ein. Ja, gerne. Das erste Kapitel heißt Das Fest. An einem warmen Septembertag heiratete mein Bruder in einem brandenburgischen Herrenhaus. Die ganze Familie war eingeladen, auch die aus Israel, Frankreich, England und Österreich. Das Herrenhaus war irgendwann voll von Leos. Und als am Abend im Garten getanzt wurde, als die Cousins und Cousinen, die Onkel und Tanten zu den Klängen einer russischen Gitarrenband umherwirbelten,
Da dachte ich, wie schön es wäre, immer so viele zu sein. Es ist nämlich so, dass wir hier in Berlin eine ziemlich kleine Familie sind. Außerdem streiten wir gerne und sind nachtragend, weshalb wir selten alle an einem Ort zusammenkommen. Familie ist für mich, wenn vier Menschen um einen Tisch sitzen. Die vielen anderen Leos waren immer fern in der ganzen Welt verteilt. Manchmal kamen sie uns besuchen, aber sie blieben nie lange genug, um richtige Verwandte zu werden. Als Kind habe ich Menschen mit großen Familien beneidet. Alles schien mir so warm und selbstverständlich zu sein, wie ein Nest, aus dem man nicht herausfallen kann. Meine eigene Familie kam mir dagegen zerbrechlich vor. Meine Mutter erzählte manchmal von den anderen, von Nina und Hanan in Israel, von Ilse, Heinz und Susi in Wien, von André in London, Hilde in Chicago. Ich fragte, warum sie denn alle so weit weg wohnen. Und meine Mutter sagte, früher habe unsere ganze Familie in Berlin gelebt, aber dann seien die Nazis gekommen und hätten alle vertrieben, die jüdisch oder kommunistisch waren. Vom Kommunismus hatte ich schon gehört. Schließlich lebten wir in der DDR, aber was waren Juden? Meine Mutter erklärte, es klang kompliziert. Sie sagte, das Judentum sei eine Religion, unsere Familie sei zwar nicht religiös gewesen, aber trotzdem verfolgt worden. Ich erfuhr, dass auch ihr Vater Berlin verlassen musste, dass er in Frankreich zur Schule ging und mit 16 in der Resistance gegen die Nazis gekämpft hat. Dein Großvater kam nach dem Krieg nach Berlin zurück, sagte meine Mutter, um den Sozialismus aufzubauen. Die anderen blieben in den Ländern, in die sie geflüchtet waren. Deshalb sind wir heute die Einzigen, die hier leben. Ich weiß noch, dass ich damals sauer auf meinen Großvater war. Ich meine, warum musste ausgerechnet er den Sozialismus aufbauen? Ich hätte in London, Wien oder Paris leben können, statt in Berlin-Lichtenberg. Wobei ich es natürlich auch ganz schick fand, so viele Verwandte in so vielen Ländern zu haben. Man konnte andere Leute damit beeindrucken. Unsere in die Welt vertriebene Familie gab uns selbst etwas Weltläufiges. Ich erinnere mich an die Besuche von Ilse, die die gleichen sanften Augen wie mein Großvater hatte, einen schläfrigen Wiener Dialekt sprach und mir jedes Mal Mozartkugeln mitbrachte, was ich ihr bis heute hoch anrechne. André aus London brachte traditionell eine Familienpackung After Eight und mehrere Büchsen Earl Grey Tee von Twinings mit. Er trug fleckige, knittrige Hosen, hatte mehr Haare in den Ohren als auf dem Kopf und erzählte jüdische Witze, bei deren Pointe er sich meistens vor Lachen verschluckte. Einmal brachte André auch seine Mutter Hilde mit, von der es in der Familie hieß, sie sei Millionärin. Es war einige Tage vor Weihnachten, als Hilde uns besuchen kam, und ich war sehr aufgeregt, weil ich noch nie eine Millionärin gesehen hatte. Außerdem hoffte ich natürlich auf ein Weihnachtsgeschenk. Hilde trug einen abgewetzten Mantel, dessen linke Tasche abgerissen war. Auf ihrem Kopf saß eine viel zu große Wollmütze. Ich war überrascht, weil die Millionäre, die ich aus dem Fernsehen kannte, anders aussahen. Hilde eilte mit leuchtenden Augen auf meinen Bruder und auf mich zu. "Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht", rief sie. Dann holte Hilde eine Apfelsine aus ihrer Handtasche, überreichte sie uns mit feierlichem Ernst und mit der Mahnung verbunden, sie gerecht zu teilen. An all das musste ich denken, als ich meine Familie in dem brandenburgischen Herrenhaus tanzen sah. Viele Jahre sind vergangen, Ilse und Hilde sind schon länger tot, wie auch mein Großvater und der Sozialismus, den er aufzubauen half. Heute kann ich selbst durch die Welt reisen und meine Familie besuchen, aber je näher ich meinen Leuten in der Ferne komme, desto mehr fehlen sie mir hier, zu Hause. Ich fühle mich wie ein Scheidungskind, das immer hofft, eines Tages könnten wieder alle zusammen sein. Ilse war 15, als sie Deutschland verlassen musste, Irmgard war 22 und Hilde 26. Sie wurden aus ihrem Leben gerissen, mussten aufbrechen ins Ungewisse. Ich wollte wissen, wie die drei Frauen in Berlin gelebt hatten, wovon sie geträumt haben, wie sie geflohen sind. Wie sahen ihre neuen Leben aus? Was haben sie ihren Kindern von der Vergangenheit erzählt? Und warum kommen jetzt auf einmal ihre Enkel nach Berlin zurück? Je länger ich mich mit Ilse, Irmgard und Hilde beschäftige, desto mehr bedauere ich, dass ich mich nicht schon eher für ihre Geschichten interessiert habe. Zu der Zeit, als sie noch lebten, gab es so viele andere Dinge, die mir näher und wichtiger waren. Ich bin ihnen begegnet, aber wirklich gekannt habe ich sie nicht. Wie gerne würde ich sie heute noch mal treffen
und ihnen die Fragen stellen, die ich mittlerweile habe. Andererseits ist die Geschichte ja noch lange nicht zu Ende, weil wir noch da sind, ihre Enkel, Kinder und Urenkel, die gerade etwas Neues beginnen. Diese Familie, die mir oft wie ein historisches Wachsfigurenkabinett erschien, erwacht zu neuem Leben. Meine Töchter haben eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Cousins und Cousinen gegründet. Sie sagen, in Israel seien gerade die gleichen Klamotten angesagt wie hier. Vor ein paar Wochen hat meine Cousine Charlotte aus London bei uns um die Ecke eine Wohnung gemietet. Sie ist nach Berlin gekommen, um Deutsch zu lernen. Seit dem Brexit sei es gut, noch eine zweite Heimatstadt zu haben, sagt sie. Und wie fühlt sie sich in Berlin? Charlotte überlegt und sagt lächelnd, im Grunde sind wir doch nur mal kurz weg gewesen. Vielen Dank. Im Grunde sind wir doch nur mal kurz weg gewesen. Maximilio, als ich Ihr Buch jetzt zu diesem Anlass noch mal gelesen habe, da ist mir anders als beim ersten Mal noch viel mehr der Wechsel zwischen den Tonlagen im Erzählen bewusst geworden. Und zwar bewegt sich meiner Meinung nach das Buch zwischen dem Ausdruck von Gefühlen, hier der Liebe zur Familie, der Feier dieses besonderen Momentes, Ausdruck von Gefühlen, aber dann immer wieder Ironie, so eine gewisse Distanzierung. Schon das Kapitel, das sich jetzt an dieses hier anschließt, beginnt mit den Sätzen: Die erste Begegnung zwischen Ilse und Hans wird in der Familie wie eine Heiligengeschichte erzählt. Bei größeren Festen wird sie sogar als Krippenspiel aufgeführt. Warum diese Ironie? Ach, erstens glaube ich, ist es so, wie ich denke und fühle und bin. Und deswegen schreibe ich dieses Buch auch so. Und weil es ja auch eine persönliche Geschichte ist, spielt natürlich meine Person, wie natürlich bei allen Büchern, auch bei fiktionalen Büchern, spielt sie vielleicht unbewusst immer eine Rolle. Aber hier geht es ja ganz eindeutig auch um mich und um meine Art, die Welt zu sehen. Und Ironie spielt da eine große Rolle. Dann denke ich, dass die Ironie vielleicht auch verschiedene Funktionen hat. Ja? Dass sie manchmal in der Tat eine Distanz schaffen kann, mich auch schützen kann vielleicht vor zu viel Gefühlen, vor zu schmerzhaften Fragen oder vor zu viel Problemen. Dann ist es natürlich eine Art, unterhaltsam und witzig sein zu können. Und auch den Leuten, vielleicht auch den Lesern, die Scheu ein bisschen vor dieser Geschichte zu nehmen, weil diese jüdischen Familiengeschichten ja immer so was Schweres und natürlich Leidvolles und Opferartiges haben. Und das Tolle an diesen drei Frauen, über die ich schreibe, und ich glaube, das, was auch dieses Buch ausmacht, ist ja, dass es überhaupt keine Opfergeschichte ist, überhaupt keine Leidensgeschichte ist. Natürlich wird da auch gelitten, in dieser Familie wurde gelitten, in diesem Buch wird gelitten, aber ich glaube, wenn man diese drei Frauen gefragt hätte, ob sie sich als Opfer sehen, die wären ganz überrascht gewesen, ja? Weil es natürlich für sie schmerzvoll war, dass sie ihre Heimat verlassen mussten, vor allem in diesem Alter, in dem man, glaube ich, sehr verwundbar und sehr verletzlich ist. Aber jede dieser drei Frauen hat danach einfach Unglaubliches erlebt und hat vor allem sich, glaube ich, nie die Frage gestellt, ob man jetzt die Flügelchen hängen lässt, sondern die sind immer weiter geflogen und haben immer weiter gemacht und haben sich nicht aufhalten lassen von nichts. Und es sind also, glaube ich, ganz trostspendende, kraftgebende Geschichten, die daraus entstanden sind. Und diese Ironie und dieser Witz spielt, glaube ich, in unserer Familie auch eine große Rolle. Jede Geschichte, die erzählt wird, wird immer auch als Anekdote erzählt. Wird immer als, mein Großvater war ein Meister darin, die schmerzvollen Geschichten hinter lustigen Anekdoten zu verstecken. Oder hinter spannenden Geschichten. Er hat uns erzählt, wie er befreit wurde als Partisan aus dem Zug bei Toulouse und beinahe noch von den Wehrmachtssoldaten erschossen wurde. Und er hat sich so darauf konzentriert, uns zu erklären, wie das Mündungsfeuer aus dieser Waffe trat und wie er dann und dass er in dem Moment blökte eine Kuh. Er hat uns das so bildhaft erklärt, dass man fast dabei vergessen konnte, dass er wahrscheinlich in diesem Moment zu Tode erschreckt gewesen sein muss und wahrscheinlich auch war. Aber er hat sich selber über dieses Erschrecken, über diese Angst hinweggeholfen, durch diese Art zu erzählen. Es gab, wenn Sie das so jetzt berichten, es gab in der Familie die
Erzähler, die Erzählenden. Dann gab es, haben Sie auch gesagt, gab es den Großvater, der beim Eichmann-Prozess war und dann mit psychosomatischen Beschwerden zurückkam. Nachdem Sie den Beschluss gefasst hatten, dieses Buch zu schreiben, da auf diesem Hochzeitsfest kam ja der Impuls. Wie haben denn Ihre Verwandten darauf reagiert, auf diese Idee der großen, bleibenden, literarischen Familienzusammenführung? Ganz gut. Also es ist ja so, ich glaube, so ein Buch, das kommt zu einem. Also das kann man nicht planen oder vorausschauend, kalkulierend beschließen, jetzt schreibt man so ein Buch. Sondern ich glaube, es muss so ein Moment passieren wie auf so einem Fest, wo man auf einmal merkt, verdammt nochmal, ist diese Familie groß und warum ist sie dann so groß und warum sind wir immer so klein? Und ich glaube, solche Momente schaffen solche Bücher. Und ähnlich ging es den Leuten auch, die ich dann fragte, ob ich sie befragen darf. Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das bedeutet ja letztlich auch, ich schreibe ein Buch, das muss wahrhaftig sein, ja? Auf das Wahre kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, das muss wahrhaftig sein, das heißt, ich muss dann doch wieder vor das Mündungsfeuer, ich muss diese Geschichten alle nochmal erzählen und erzählen heißt, erleben, erleiden. Ja, vor allem auf eine recht intensive Art, weil meine Interviews haben ja so in der Regel eine Woche gedauert. Ja, und eine Woche lang mit jemandem zu reden, da kriegt man schon mitunter mehr aus einer Person heraus, als vielleicht die Kinder und die Enkel oder sogar die Ehepartner über die jeweils wussten. Also ich wurde ja auch während dieser Interviewzeit und Recherchezeit zu so einer Art Nachrichtenzentrale der Familie, ne, weil dann bestimmte Sachen durchsickerten. Das habe gehört, Tante sowieso hat ein Verhältnis mit und hat er erzählt. Und ich wurde sozusagen zu so einem Knotenpunkt des Familien-Gossips auch. Und was ja sehr schön war, auf einmal zu merken, dass diese Familie auch wieder auflebt, dass die Erinnerungen nicht nur bei den einen da sind, sondern auch bei den anderen, dass verschiedene Versionen bestimmter Geschichten auch in den Köpfen der Leute natürlich waren. Ich habe bestimmte Geschichten aus 3, 4 verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichsten Pointen, die meist immer positiv für denjenigen ausgehen, der sie mir erzählt hat, gehört. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass wenn man, es gibt ja in Deutschland diese seltsame Unterteilung zwischen Sachbuch und Roman, was natürlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass ein Buch, was auf der Erinnerung von Menschen beruht, und wenn es dann auch um die eigene Familie geht, wie soll das kein Roman sein? Ja, weil das Gehirn des Menschen nur mal so funktioniert, dass es das Böse weghält, das Gute hervorhebt, das Schöne in Erinnerung behält und das Furchtbare möglichst irgendwo in einen Nebenraum verbannt. Und so entsteht unser Leben und das Bild, was wir von unserem Leben haben. Und so entstehen dann diese Art von Romanen, die natürlich auf den Tatsachen beruhen. Aber solange man Erinnerung als Tatsache begreifen kann. Für mich ist Erinnerung immer Fiktion. Genau, das meinte ich gerade auch mit der Unterscheidung zwischen wahr und wahrhaftig. Viele Dinge lassen sich dann eben nicht, was weiß ich, in Akten oder mit Fakten belegen, sondern das waren Erinnerungen, die Ihnen zugetragen sind. Wir haben uns jetzt ein bisschen länger auf der Gegenwartsebene, auf der Ebene der Entstehung dieses Buches befasst, weil die immer wieder im Buch auch eine Rolle spielt. Kommen wir jetzt aber mal auf die historische Ebene, weil Sie haben es ja schon erwähnt, Ausgangspunkt sind die Biografien von Ilse, Irmgard und Hilde, die alle um 1933 Deutschland verlassen müssen. Aber erstmal stehen diese 3 Frauen, die Sie ja gerade auch schon beschrieben haben, die haben nie ihre Flügelchen hängen lassen, die stehen ja für die 1920er Jahre, für das faszinierende Berlin, was ja auch ein Berlin der Emanzipation war, sogar der Emanzipation von den eigenen Eltern. Und das haben Sie in der Familie dann auch diese 3 Frauen auch praktiziert. Naja, ich meine, das ist ja das Drama auch so ein bisschen dieser Frauen, dass die gerade angefangen haben, ihr Leben zu entdecken, sich auf eine Art in eine Richtung zu bewegen, die sie selber für interessant hielten. Ich werde vielleicht auch gleich noch was vorlesen von Hilde, die als Schauspielerin versucht hat, in Berlin Fuß zu fassen und dann später in London Immobilienentwicklerin und Käuferin wurde und Millionärin, eben mit dem, was mir leider nie was gebracht hat, wie die Apfelsinengeschichte belegt. Und so ging es ja auch Nina
die vorher Irmgard hieß, ja, und die auf einmal ein Kibbutz in Israel gegründet hat, an einem Maschinengewehr stand und gegen die Araber gekämpft hat. Und so ging es Ilse, die ihren Mann im Internierungslager in Frankreich kennengelernt hat, ihre Tochter im Lager gezeugt hat und später im Untergrund war und die am liebsten Psychologie studiert hätte und die Beste in ihrer Gymnasialklasse in Rheinsberg war. Also da wurden praktisch drei Frauen, die gerade in dieser spannenden Findungsphase waren, auf einen völlig anderen Weg gesetzt und ist ja wie ein Experiment im Grunde, wie ein großes Sozialexperiment. Ja? Man nimmt drei junge Frauen aus einer Stadt und schickt sie in drei komplett verschiedene Himmelsrichtungen und guckt, was passiert. Und so ähnlich kam mir das auch manchmal vor, als ich den Lebenswegen dann hinterhergegangen bin. Weil Sie es schon angedeutet haben, lassen Sie uns doch mal tatsächlich jetzt die Geschichte von Hilde kennenlernen. Die steht nämlich auch eben für diese Emanzipation junger Frauen von ihrem Elternhaus, wie wir jetzt hören werden. Sie lesen den Anfang des Kapitels. Das heißt, es braucht gar keine weitere Einführung. So lernen wir Hilde auch im Buch kennen. Genau. Auf Fotos sieht Hilde selten zufrieden aus. Meistens hat sie die Lippen zu einer Art Schmollmund zusammengepresst. Mit Mitte 20 trägt sie die Haare kurz und gescheitelt. Sie mag Hosenanzüge, wirkt spröde, androgyn, ein wenig dramatisch, auf jeden Fall interessant. Sie verlässt die Schule ohne Abitur, weil ihre Leistungen vor allem in Mathematik hoffnungslos schlecht sind. Sie hat, so erklärt sie ihrer Mutter, keine Lust auf Arithmetik und irgendwelche Naturgesetze. Hilde will Schauspielerin werden, am liebsten in einem Kabarett. Sie bewundert Marlene Dietrich, die mit schwarzem Zylinder, Frack und Zigarettenspitze verruchte Lieder singt. Hilde mag die grelle Theaterwelt, weil sie so anders ist als das, was sie kennt. Hildes Mutter, aus gutem Hause und mit einer klaren Vorstellung davon, was sich für eine junge Dame gehört, lässt Hilde eine Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester im Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin-Schöneberg absolvieren. Wenn du akademisch nicht interessiert bist, sagt die Mutter, dann bleibt dir nur, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, der den Menschen von Nutzen ist. Eine größere Bestrafung hätte es für Hilde wohl nicht geben können. Sie findet Kleinkinder furchtbar. Beim Anblick von Blut wird ihr schlecht. Hilde folgt den Anweisungen der Mutter, zieht ins Schwesternpensionat, beschließt dort jedoch recht bald, ihre Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen. Nachts steigt sie aus dem Fenster im zweiten Stock, klettert auf einem Mauersims bis zur Regenrinne, die sie hinunterrutscht. So heimlich, wie sie das Pensionat verlässt, geht sie anschließend ins Theater. Hilde schmuggelt sich durch Bühneneingänge und Schauspielerkantinen. Sie kennt irgendwann die Garderobengänge und Kulissenräume, den Kleiderfundus und den Schnürboden. Sie taucht ein in die wilde, aufregende Stadt, die nach Alkohol, Parfum und Ruhm duftet. Sie taucht ein in die schummrige Welt der Künstler und Komparsen, der Magier, Tänzer und Feuerspucker. Sie sieht klassische Stücke im Deutschen Theater und in der Volksbühne und leichte Stücke in den Kabaretttheatern rund um die Friedrichstraße. Sie beobachtet die Schauspieler, studiert ihre Atmung, ihre Pausen, ihre starken und schwachen Momente. Auch hinter der Bühne kennt sie sich bald so gut aus, dass sie erste kleine Jobs in der Ausstattung und als Kostümassistentin bekommt. Irgendwann verdient sie genug, um sich ein Zimmer in der Rosenthaler Straße nicht weit vom Hackischen Markt leisten zu können. Sie verlässt das Schwesternwohnheim, ohne der Mutter etwas zu sagen. Erst als sie ein Jahr später ihre erste Rolle bekommt, wagt sie es, der Familie von ihrem Doppelleben zu erzählen. Im Winter 1929 verliert Hilde auf einmal ihre Stimme. Sie konsultiert verschiedene Ärzte, aber keiner kann die Ursache ihres plötzlichen Verstummens erklären. Einer der Mediziner kommt auf die Idee, sie zum Nervenarzt und Psychologen Dr. Fritz Frenkel zu schicken, der offenbar an dem Ruf steht, schon so manchem Künstler aus einer körperlichen Unpässlichkeit geholfen zu haben. Nach ein paar Besuchen bei Frenkel kann Hilde widersprechen und er fragt, ob sie nun, da sie ja keine Patientin mehr sei, nicht mal zusammen ins Theater gehen wollen. So haben sich meine Eltern kennengelernt, sagt Onkel André, zu dem ich gefahren bin, um mir von Hilde erzählen zu lassen. André sitzt in einem schweren Ohrensessel im Wohnzimmer seines Hauses im Londoner Stadtteil Camden. Er hat einen zerzausten grauen Bart und lustige Augen, die ständig in Bewegung sind.
Manchmal trägt er eine russische Schapka aus schwarzem Fell und sieht aus wie Lenin kurz vor dem Ausbruch der Oktoberrevolution. Für mich war Onkel André schon immer sehr alt und sehr besonders. Das Erstaunlichste an ihm sind seine Freundlichkeit und die beschwingte Neugier, mit der er die Welt betrachtet. Er ist an allem interessiert, will alles verstehen. Er sagt, Hilde sei sehr beeindruckt gewesen von Fritz Frenkel, nicht nur, weil er so klug und kultiviert gewesen sei, sondern weil er offenbar die Gabe hatte, den Menschen in die Seele zu schauen, sie zu fühlen, sie zu verstehen. Frenkel ist ein schmaler, jüdischer Intellektueller mit einem wild wachsenden Haarkranz und einem Blick, der traurig und spöttisch zugleich ist. Er ist 15 Jahre älter als Hilde, wohnt noch mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen, die dem zuweilen verträumten Doktor durch den praktischen Teil des Lebens helfen. Eigentlich passen die beiden überhaupt nicht zusammen. Hilde ist zu jung und zu unerfahren, um Frenkel eine Partnerin zu sein. Den beiden bleibt kaum Zeit, sich kennenzulernen, da ist Hilde schon schwanger und es muss geheiratet werden. Hilde zieht zu den Frenkels in die Wilmersdorfer Kaiserallee 207. Sie wohnen im ersten Stock einer vornehmen 8-Zimmer-Etage, wo sich auch Frenkels Praxis befindet. Frenkel selbst ist kaum da, weil er ohne Unterlass arbeitet. Neben seiner Nervenarztpraxis in Wilmersdorf hat er im Urban Krankenhaus eine psychosoziale Notfallstelle eingerichtet, die vor allem von Alkoholikern und Drogensüchtigen besucht wird, die er unentgeltlich behandelt. Berlin ist in diesen Jahren überschwemmt von Drogen. In den Clubs und Bars wird in rauen Mengen Kokain geschnupft und Morphium gespritzt. Frenkel gehört zu einer Handvoll Ärzten, die sich mit der Wirkung von Drogen auskennen und Entziehungskuren anbieten. Aber Frenkel studiert die Drogen nicht nur an seinen Patienten, sondern auch an sich selbst, an Freunden und Kollegen. Tagsüber handelt er in seiner Praxis im weißen Kittel, nachts experimentiert er am selben Ort mit Morphium, Haschisch und Kokain. Oft bittet er seinen Freund, den Schriftsteller und Philosophen Walter Benjamin, als Versuchsperson in sein Kabinett. Die beiden kennen sich von der Universität. Sie verbringen ganze Wochenenden auf den Kaffeehausterrassen am Kurfürstendamm. Sie trinken Mokka und Weißwein, rauchen schwarze, filterlose Zigaretten und diskutieren. Für Frenkel sind es die Stunden vollkommenen Glücks, die oft noch ihre Verlängerung in seinem Arbeitszimmer finden, wo man es sich in mächtigen Ledersesseln bequem macht und von Frenkel bereits vorbereitete Haschischzigaretten raucht. Walter Benjamin protokolliert die Sitzungen mit Frenkel. Eines seiner ersten Haschischprotokolle stammt vom 18. Dezember 1927, 3.30 Uhr morgens. Man fühlt im Lächeln sich kleine Flügel wachsen, schreibt Benjamin. Man geht die gleichen Wege des Denkens wie vorher, nur scheinen sie mit Rosen bestreut zu sein. In einer milden Sommernacht wird Hilde von lautem Lachen aus dem Hof hinter ihrem Haus geweckt. Sie sieht, wie ihr Mann und Walter Benjamin halbnackt an der Wasserpumpe stehen und sich gegenseitig nass spritzen. Frenkel wiehert wie ein Pferd und umtänzelt den etwas ungelenken Benjamin, der schließlich vor Erschöpfung in den Matsch fällt und dort prustend liegen bleibt. Bis Hilde in den Hof eilt und die beiden Männer zur Vernunft ruft. Hilde betrachtet dieses seltsame Treiben ihres Mannes mit Befremden. Sie ist fasziniert von ihm und wohl auch amüsiert und gleichzeitig spürt sie, dass sie ihn nicht wirklich begreifen kann. Einmal fragt sie Frenkel, warum er sie denn überhaupt geheiratet habe und Frenkel antwortet, weil Walter Benjamin keine Brüste hat. Ich weiß nicht, ob diese Szene von dem bekifften Walter Benjamin, der ja wirklich zu Recht einer der Heroen der deutschen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts ist, ob es die schon mal irgendwo erzählt gab, bevor es ihr Buch gab, also wie der da in den Matsch gefallen ist. Und es ist nicht nur Walter Benjamin. Ja, er hat ja dieses Buch über Haschisch geschrieben. Ich weiß, ne? Ich weiß, das kenne ich. Aber das schreibt er ja sehr wissenschaftlich. So ist es, ja. So ist es. Das ausgelassene Väter eben. Ja. Und es ist ja nicht nur Walter Benjamin, also dieser Fritz Frenkel, den wir jetzt gerade kennengelernt haben, das ist ja auch schon deshalb eine prominente Gestalt, der saß bei der Gründung der KPD neben Rosa Luxemburg und andere Namen, andere Persönlichkeiten, mit denen ihre Familie im Laufe der 30er, 40er Jahre in Kontakt kam, waren Alfred Döblin, Ludwig Marcuse, Hannah Arendt, Giselle Freud, Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann. Ich erläutere die Kontexte jetzt nicht, aber wie gesagt, ihre Familienangehörigen haben die getroffen. War ihnen dann manchmal zumute, haben sie gesagt, das ist einfach
zu gut, das ist drüber, das kann gar nicht sein. Das glaubt mir keiner, dass meine Familie wirklich mit all diesen Menschen in Kontakt gekommen ist. Naja, es ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu glauben, weil die allermeisten von denen haben sie ja im Exil in Paris getroffen. Ja? Und man muss sich vorstellen, da ist mit einem Schlag aus diesem Deutschland ein großer Teil der Geisteselite einfach weggegangen. Nach Paris, die allermeisten, einige nach London, später USA. Und natürlich haben die sich dort alle wieder getroffen und natürlich haben die dort Communities gegründet und haben Zeitungen gegründet und haben. Und mein Urgroßvater, also der Vater meines Großvaters Gerhard, hat dort eine Buchhandlung gegründet, die LIFA, Librairie Française Allemande. Und dort fanden halt Lesungen statt, dort fanden Konzerte statt, dort fanden alle möglichen Zusammenkünfte statt. Meine Großtante Ilse hat dort Theater gespielt und hat sich in Klaus Mann verliebt, ohne zu wissen, dass er schwul war. Und Egon Alvin Kisch war der Deutschlehrer meines Großvaters. Der hat dem Schreiben beigebracht, ne? Finde ich mal nicht so wahnsinnig gemerkt hat. Aber er war immer total stolz darauf und hat denen auch Zaubertricks gezeigt und war mit denen in Versailles draußen, hat denen die Französische Revolution erklärt. Und insofern, bei allen Opfern, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, bei allen furchtbaren Dingen, die da passiert sind bei allem, was man natürlich ins Feld führen kann, was die jungen Leben damals destabilisiert hat, sie haben natürlich auch unglaubliche Dinge erlebt. Mhm. Also sich in Klaus Mann in Paris verlieben zu können, auch selbst wenn diese Liebe unerhört blieb, diese Chance hätte Ilse vermutlich nie gehabt, wenn sie die behütete Bürgerstochter in Berlin geblieben wäre. Mhm. Was ich an diesem Walter Benjamin, der da im Matsch liegt, das ist ja genau das, wenn wir von heute, können wir ja nur zurückblicken, dann ist der Walter Benjamin, ist dieser große, philosophische, einzigartige Stilist, ist, um einen anderen Begriff aufzunehmen, der ja schon gefallen ist, ist das Opfer der Nazis, der auf der Flucht Selbstmord begangen hat. Aber in Ihrem Buch... Übrigens in Begleitung von Fritz Frenkel, ja. Von dem er das Zeug hatte, an dem er starb. In Ihrem Buch erleben wir die wieder alle lebendig. Und eben befreit im Grunde genommen. Ja, da ist der historische Moment ist offen. Da ist das nicht sozusagen im Rückblick, da ist das nicht diese Legende, diese Aura, die wir da, sondern da sind. Und ich hatte den Eindruck beim Lesen, das ist Ihnen sehr wichtig gewesen. Also die Menschen im Moment ihrer Lebendigkeit zu zeigen. Es gibt noch eine andere Episode, die konnte ich kaum glauben. Ihr Uronkel hat einen Prozess geführt gegen Josef Goebbels. Urgroßvater, also der Vater Wilhelm, ne? Der Vater meines Großvaters. Ja. Der später in Paris die Buchhandlung eröffnet hat. Ja, genau. Der war Rechtsanwalt in Berlin und arbeitete in der großen Kanzlei und verteidigte oder wurde beauftragt von einem französischen General, ihn zu verteidigen. Und zwar fühlte der General sich von einem rechtsextremen Agitator verleugnet. Und dieser damals noch recht unbekannte Agitator hieß Josef Goebbels. Und der behauptet hatte in einer seiner Reden, dass dieser französische General ihn in der Festung Köln während des Rheinkrieges gefoltert hätte. Und daher, so sagte Goebbels auch immer in seinen Reden, stamme sein Klumpfuß, den er hatte und auf den er nicht stolz war. Und auf den er stolz war, weil er angeblich das Ergebnis dieser heroischen Erlebnisse war. Und dann hat mein Urgroßvater während dieses Prozesses relativ leicht beweisen können, dass die Geschichte nicht stimmte, weil er fand Kinderfotos vom kleinen Goebbels mit Klumpfuß, Fotos vom Goebbels später in der Schule, der in der ersten Reihe stand und mit Klumpfuß, Papiere, die sagten, Goebbels sei vom Militär aussortiert worden wegen des Klumpfußes. Und er gewann diesen Prozess also relativ leicht, aber der Anwalt von Goebbels sagte dann, nachdem der Prozess gewonnen war, an diesem Tag, verehrter Kollege, werden Sie sich noch Ihr ganzes Leben lang erinnern. Und so war es dann auch, weil Goebbels hat ihn auf diese Liste geschrieben, offenbar, die dazu führte, dass er einer der Ersten war, die nach dem Reichstagsbrand verhaftet wurden. Bei
aller Aufladung, bei allem Detailreichtum, bei aller Prominenz, die eben für sie möglich wäre in diesem historischen Erzählen, ist es bemerkenswert, wie sie quasi immer wieder aus dem historischen Moment heraustreten. Wir haben das ja gerade an dem Kapitel gehört, das Sie vorgelesen haben. Da schildern Sie, was Hilde macht, wie die da unterwegs ist im Theaterleben, wie die Backstage sich da orientiert. Und plötzlich sitzen Sie dann wieder mit Ihrem Onkel André in London und sprechen über den. Warum war es Ihnen so wichtig, immer wieder rauszukommen aus der Vergangenheit und uns im Grunde genommen auch diese Illusion dann in dem Moment zu nehmen und zu sagen, nein, nein, das passiert jetzt hier. Das sind jetzt diese Erzählungen von hier. Also erstmal wollte ich natürlich niemanden rausbringen jetzt. Also, weil ich habe extra versucht, dieses Buch auch wie einen Roman zu schreiben. Und es gibt auch längere Passagen, in denen diese Geschichte so erzählt wird. Andererseits ging es mir um verschiedene Vergangenheitsepochen. Mhm. Und es geht natürlich um diese drei Frauen, aber es geht genauso auch um ihre Kinder und ihre Enkel. Und es war mir eigentlich fast genauso wichtig, um einfach zu sehen, wie vermittelt sich Geschichte in den Generationen, wie vermitteln sich Erinnerungen in den Generationen. Was macht es mit einem kleinen Jungen wie André, der mit 5 Jahren nach England kam, an der Hand seiner Mutter? Wie sieht der sich, wie hat er Deutschland betrachtet, wie hat er sich in England gefühlt, was wurde aus dem? Und was hat er da von seinen Kindern weitergegeben? Und das Glück wollte es, dass ich das damals, als ich die Recherchen gemacht habe zu dem Buch in London, es kurz vor der Brexit-Abstimmung war. Hm. Und dieses Thema natürlich ein riesiges Thema war. Und die Kinder von André, also dem, praktisch die Enkelkinder von Hilde, André angefleht haben, einen deutschen Pass zu beantragen in der deutschen Botschaft in London, damit, wenn der Brexit durch ist, sie weiter frei nach Europa reisen können. Und alles in André widerstrebte, es widerstrebte ihm total, weil er sagte, ich kann doch nicht das Land, was mich aufgenommen hat, als ich aus Deutschland vertrieben wurde, in diesem Land jetzt den Rücken kehren oder mich als undankbar erweisen, indem ich jetzt meinen alten Pass zurückhaben will. Und dann bemerkt er, und das war eine Pointe des Buches, die dann ganz am Ende, kurz bevor das Buch fertig war, ich noch gerade aktualisieren konnte, dass er geht in diese Botschaft und sagt, er will seinen Pass haben und er erfährt, dass er nie ausgebürgert wurde, dass er für Deutschland immer der deutsche Staatsbürger geblieben ist. Und irgendwann sagt er auch, dass diese Geschichte für ihn zum ersten Mal Bürokratie und Seelenleben irgendwo auch in einen Einklang gebracht hat, weil er hat sich immer in London als Ausländer gefühlt und hatte immer die Erinnerung des kleinen Jungen an dieses Deutschland, wo er auch seinen letzten Sommer verbracht hat, der unbeschwert war mit seinen Freunden Fritz und Klaus. Und deswegen war für ihn Deutschland immer ein Land der unbeschwerten Sommer und dieses England war eher ein kaltes Land, in dem er irgendwie zurechtkommen musste. Es gibt die Geschichte der Emigration der beiden Schwestern, die nach Frankreich und dann später nach London gehen. Aber es gibt eben auch die Geschichte von Irmgard und Hans, die nach Israel gehen, da neue Namen annehmen, Nina und Hanan. Und da muss ich sagen, das war für mich mit das Überraschendste des Buches. Denn über das französische Exil, das englische Exil, da haben viele Menschen drüber geschrieben. Aber über das israelische Exil, da wusste ich zumindest nicht so viel drüber. Wie ging es Ihnen? Hatten Sie da schon Bezüge, Ideen, wie dieser Teil der Familiengeschichte sein könnte? Waren Sie schon mal in Israel gewesen? Ja, ich war schon mehrmals in Israel gewesen vorher. Zum ersten Mal Anfang der 90er und auch in einem Kibbutz, was für mich als da war gerade die Mauer gefallen und ich kam da hin und denke, es ist ja wie die DDR. Ne? Also dieser Kibbutz war wie eine kleine DDR. Und was auch inwiefern? Vielleicht auch inwiefern? Der Gründungsmythos dieses Kibbutz war ja ähnlich wie der Gründungsmythos in der DDR, das Trauma der Vertriebenen. Mhm. Also die kommunistischen Emigranten mussten nach Moskau flüchten, kamen dann zurück mit der Gruppe Ulbricht, haben die DDR gegründet.
haben sich die Stasi erschaffen, weil sie Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung hatten, weil die es ja waren, die sie damals vertrieben hatten. Und jetzt sollten die auf einmal diese Leute regieren, die, vor denen sie eigentlich solche Angst hatten. Also die Stasi war für mich auch immer ein Symbol dieses kompletten Misstrauens dem eigenen Volk gegenüber, was aber ganz klar aus dieser Immigrationsgeschichte kam. Und ähnlich ging es der Gründergeneration in den Kibbuzen, ne? die dorthin kamen, weil sie diesem Nazireich entkommen sind und die alles verloren haben, ihre Heimat, ihre Familie und die sich dort eine neue Familie, eine neue Heimat aufgebaut haben. Und da war dieser Kibbuz natürlich gruppentherapeutisch äußerst sinnvoll und wirksam. Nur machte es halt für die nächste Generation dann keinen Sinn mehr und für die nächste Generation dann, die danach kam, noch weniger. Insofern war für mich sowohl die DDR als auch der Kibbuz ein ähnliches emotionales Schicksal. Ja, so, und es musste zusammenfallen. Und es ist ja auch zusammengefallen, sowohl die DDR als auch das Kibbutz-System. Nichtsdestotrotz, ich habe noch nie vorher, so wie in Ihrem Buch, verstanden, wie absolut notwendig es war und wie in welche Geisteshaltung diese Immigranten, die aus Deutschland kamen, da in Israel hineinversetzt worden sind. Ich glaube, das wird in der Lesung deutlich, die wir jetzt hören werden. Wie gesagt, Nina und Hanan sind über Lyon nach Israel gekommen und müssen sich da jetzt in dieser neuen Kibbutz-Situation zurechtfinden. Und wie die aussieht, das hören wir jetzt in der kommenden Szene. Ja, vor allem, sie kommen an in diesem heißen, unbekannten Land, in dem es keine Kanalisation gibt, in dem es gar nichts gibt, was ein Bürgerskind aus Berlin so gewohnt ist, der im Café Möhring und mit Lederslippern durch die Straßen geht. Sie kommen dort an im totalen Nichts und müssen irgendwie sich dafür begeistern. Und die Szene setzt ein, wo sie im Kibbuz ankommen. Es beginnt damit, dass sie die Sachen, die sie mitgebracht haben, in einer Hütte abgeben sollen, die hier von allen das Lagerhaus A genannt wird. Nina ist höchst besorgt, als sie im Lagerhaus ihre Koffer auspacken soll. Die Kibbuzniks werfen alles auf einen großen Haufen, auch das beigefarbene Sommerkleid, das die Familie Gumbel ihr zum Abschied in Lyon geschenkt hat, die wollene Leibwäsche, die die Mutter für die kalten Monate gekauft hat, Hanans neuer Mantel, den er sich extra für die Reise besorgt hat, ihren seidenen Morgenrock, in dem sie so gerne ihr Frühstück zu sich nahm, die guten Baumwollwindeln für Hannele, alles das ist auf einmal verschwunden. Dafür bekommen sie nun jeden Freitag ein Kleiderpaket überreicht. Pro Person eine Hose, ein Hemd, ein Unterhemd, zwei Paar Strümpfe. Nina sind die Sachen zu klein, Hanan viel zu groß. Die Frauen im Lagerhaus A geben ihnen Stricke, mit denen sie die Hosen festbinden können. Nina weint. Sie versteht das alles nicht. Wie kann es sein, dass man hier noch nicht mal seine eigene Unterwäsche haben darf? Die Frauen lächeln verständnisvoll. Sie sagen, es sei am Anfang sicher schwer, aber man gewöhne sich schnell daran, dass es im Kibbuz Beit HaShita keinen Privatbesitz gebe. Alles gehöre allen, jeder sei für jeden verantwortlich. Ihr werdet sehen, sagen die Frauen, wie euch das befreit, wie es euch helfen wird, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nina arbeitet anfangs im Kinderhaus, so kann sie sich gleichzeitig um Hanele kümmern. Die geräumige Holzhütte in der Mitte des Kibbuz ist das erste Gebäude, das sie hier in Beit HaShita gebaut haben. Das Kinderhaus ist eine Erfindung der Kibbuzniks, um die bürgerliche Familienstruktur zu überwinden und eine Gemeinschaft zu werden, die wie eine große Familie funktioniert. Die Idee ist, dass die Kinder getrennt von den Eltern leben und nur am Nachmittag ein paar Stunden mit ihnen verbringen. Die Kinder sollen im Geist groß werden, dass sie selbstständige, großartige Menschen sind, die keiner Bevormundung durch Eltern bedürfen und nur dem Kibbuz verpflichtet sind. Für Nina ist das alles sehr überraschend. Wenn sie nachts Aufsicht im Schlafsaal hat, hört sie die Kinder weinen und nach ihren Eltern rufen. Einmal, als ein kleiner Junge sich gar nicht wieder beruhigen will, bringt sie ihn zum Zelt seiner Eltern und die herrschen Nina an, was sie sich einbilde, ihren Sohn zu verzärteln, der einmal ein starker Arbeiter und Kämpfer werden soll. Nina muss das weinende Kind in den Schlafsaal zurückbringen und bekommt vom Kibbuzrat einen Tadel ausgesprochen, weil sie die ehernen Regeln der Gemeinschaft verletzt hat. Sorgen macht sich Nina auch um ihre eigene Tochter, die doch noch so klein ist. Solange sie Hanele stillt, legt der Kibbuzrat fest, darf sie das Kind bei ihr im Zelt schlafen. Nina beschließt, Hanele nie mehr von ihrer Brust zu lassen. Das Leben ist hart in den ersten Jahren in Beit HaShita, vor allem im Sommer, wenn der Wind abflaut und die Temperatur schon am Vormittag auf über 40 Grad steigt.
Auf der Anhöhe, auf der sich der Kibbutz befindet, wächst kein einziger Baum, kein einziger Strauch, der ein wenig Schatten bieten würde. Nichts scheint gedeihen zu wollen auf diesem roten, schweren Boden. Nur mächtige Basaltfelsen ragen drohend in den Himmel. Nina und Hanan finden kaum Schlaf in diesen ersten Wochen. Ihre Haut ist von der Sonne verbrannt, ihre Füße und Beine sind wund von den Disteln und Dornbüschen, durch die der Weg zur Wasserquelle führt. Die Natur ist hier so anders als zu Hause, so unwirtlich und feindlich. Statt saftigem Gras und weichem Moos gibt es spitze Flechten, Kakteennadeln und scharfkantige Steine. Hinzu kommt das schlechte Essen. Es gibt meistens nur hartes, salzloses Brot, Öl und Zucker, manchmal ein Ei, manchmal eine Messerspitze Konfitüre. Die eigene Ernte ist noch so bescheiden, dass man das meiste verkaufen muss, um dafür Treibstoff, Saatgut und Medikamente zu erstehen. Die meisten Kibbutzniks arbeiten im Steinbruch, auf den Feldern oder im Hausbau. Sie rackern bis zu 12 Stunden am Tag und scheinen eine schier unerschöpfliche Energie in sich zu tragen. Es gibt Fotos aus den Anfangsjahren, auf denen diese schier unglaubliche Energie sichtbar wird. Die jungen Männer mit sonnengebräunten, sehnigen Oberkörpern, die mit ihren Sensen das Korn schneiden, die Frauen in kurzärmeligen Khaki-Blusen und mit Gewehren auf dem Rücken, die stolz in die Abendsonne marschieren. Man spürt ihre Kraft, ihr Selbstbewusstsein. Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass ihre Eltern, die sie in Europa zurückließen, kleine Händler in einem Städtel waren oder Tora-Gelehrte im Ghetto oder Anwälte in Berlin. Es scheint so, als hätten diese Waisenkinder beschlossen, nie wieder schwach zu sein, nie wieder Opfer zu sein, sich nie wieder vertreiben oder umbringen zu lassen, sich nie wieder irgendwo einzufügen, sondern nun endlich ihr eigenes Land zu erobern, ihren eigenen Staat zu errichten, in dem sie für immer das Sagen haben. Ja. Vielen Dank. Wenn Sie gelesen haben, ging es mir noch mal durch den Kopf. Da haben wir, wie unterschiedlich das Leben von Hilde verlaufen ist, wie unterschiedlich das jetzt von Nina und Hanan an so unterschiedlichen Orten wie Paris und einem israelischen Kibbutz. Und das sind alles Einzelgeschichten. Und fällt mir ja sowieso wie jedem Menschen unglaublich schwer, sich vorzustellen, was war das da eigentlich, der Holocaust? Und dieses sich vorzustellen, das waren alles Einzelschicksale, so wie Sie das darstellen. Ja? Menschen, die in den 20er Jahren groß geworden sind, die Lebensträume hatten, die wurden alle gebrochen 1933. Und ihre Familie hatte das Glück, zu überleben. Das einzelne Schicksal gegenüber diesem großen Leid gegenüberzustellen. Ist das der einzige Weg, um überhaupt das Ausmaß dieses Verbrechens darzustellen? Ich weiß nicht, ob es der einzige Weg ist, aber es ist, glaube ich, eine Möglichkeit, nachempfinden zu können, wie Geschichte damals war. Weil wir haben ja oft die Tendenz, Geschichte als etwas sehr Karikaturhaftes wahrzunehmen. Ja? Also der Holocaust, das Dritte Reich, das war immer so, es hat nur geregnet, alles war furchtbar, alle haben gelitten. Und das stimmt natürlich nicht. Zu jeder Zeit haben Menschen immer auch gefeiert, waren immer glücklich, waren immer auch verliebt, waren immer auch, also es war nicht immer nur ein Seelenzustand, ein Gemütszustand. Selbst jemand, der im Lager war, konnte verschiedenste Dinge erleben, die vielleicht noch sogar in einer viel konzentrierteren Form, in einer viel intensiveren Form, als Ilse, die ältere Schwester meines Großvaters, ihren Mann im großen Internierungslager kennenlernt. Zum Glück sind die Briefe überliefert und wie sie beschreibt, diese Gefühle, die sie da hatte, auch die Gewissheit, vielleicht sterben wir hier zusammen, aber dann will ich wenigstens einmal verliebt gewesen sein und mit diesem Mann hinten im hohen Gras Sex gehabt haben und ein Kind gezeugt haben und danach kann alles kommen. Aber also dieses Bewusstsein, vielleicht bleibt uns ja nicht mehr viel Zeit, hat ja auch Dinge intensiver und deutlicher so gemacht. Und ich glaube, wir müssen uns von diesem karikaturhaften Geschichtsbild auch zum Teil verabschieden oder es zulassen, dass
die Realität meistens komplexer ist, meistens komplizierter ist. Es geht mir zum Teil ja heute auch mit der DDR-Geschichte so, wo ich ja nun selber noch Zeitzeuge war. Ich war ja 19, als dieses Land unterging. Und je mehr die Mauergedenktage ins Land rücken, desto weniger hat diese DDR mit dem zu tun, was sie für mich irgendwann mal war. Ja, sie wurde immer mehr zu einer Art Museums-DDR. Sie wurde immer mehr zu einer Art Erinnerungsfaktor, auch politisch instrumentalisiert. Und da habe ich mich auch manchmal gefragt, wie eigentlich dieses Bild vom Dritten Reich, wie viel komplexer es vermutlich ist, als wir es heute in Erinnerung haben. Und diese drei Frauenschicksale hier, die machen, glaube ich, ganz schön deutlich, dass es gleichzeitig die Härte und Traurigkeit und Verlorenheit und gleichzeitig den Optimismus und das Tröstliche. Und ohne, dass man jetzt daraus eine Generalität ableiten könnte, aber es ist sozusagen, am Ende ist die große Geschichte ja nur die Addition der kleinen Geschichten, wie Sie gesagt haben. Und diese kleinen Geschichten sind halt nie immer nur schwarz oder weiß. Jetzt haben Sie jahrelang an diesem Buch gearbeitet, haben die Geschichten Ihrer Familie, der Familienmitglieder gehört. Was ist das denn heute für ein Lebensgefühl für Sie, zu wissen, das sind die Umstände, aus denen ich hervorgegangen bin? Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, auch beim Schreiben, was es in mir auslöst, auch was es für mich bedeutet, zum Beispiel aus einer jüdischen Familie zu kommen. Also was bedeutet das für mich? Ist das, verletzt es mich, dass meine Vorfahren damals rausgeschmissen wurden, dass sie verfolgt wurden, dass sie zum Teil auch umgebracht wurden? Ist es was mir bis heute nachgeht oder nicht? Und ich war ja bei einer Psychologin während der Recherchen, um mehr darüber herauszufinden, wie Traumata-Übertragung über die Generation stattfindet. Ne? Und sie sagte, sie kommen für die Recherchen. Ich sage, ja, für die Recherchen. Und haben Sie denn selber irgendwelche, merken Sie irgendwas, dass Sie irgendwie da Probleme haben? Ich sage, nö, überhaupt keine Probleme. Und sie sagt, oh, interessant. Ich sage, woran merkt man denn, also, dass man da Probleme hat? Und die sagen, naja, die meisten sagen, sie haben keine Probleme. Deswegen war natürlich diese Recherche und hatte natürlich auch immer was Therapeutisches und hatten auch immer was Selbstheilendes. Und ich glaube, je weniger schwarzer Raum da ist und je mehr Licht man in seine eigene Vergangenheit bringt, desto weniger Angst muss man auch vor diesen Dämonen haben, die da irgendwo lauern. Ja? Aber das sind, glaube ich, Sachen, die auch eher unbewusst stattfinden. Also das war jetzt gar nicht mein primäres Ziel, mich da jetzt irgendwie zu therapieren oder irgendwas zu tun, weil ich auch keinen Leidensdruck verspürt habe, sondern es war eher Neugier, die mich getrieben hat, aber auch Überraschung, als ich dann festgestellt habe, wie wenig ich mich da eigentlich kenne und wie wenig ich über bestimmte Sachen nachgedacht habe. Und auch heute ist dieser Nachdenkensprozess ja nicht abgeschlossen. Ist ja nichts, was jetzt irgendwie ein für alle Mal geklärt wäre, ja, was es bedeutet, mit so einer Viertel jüdischen Seele rumzurennen oder was es mir ausmacht, wenn ich im Radio höre, dass irgendwelche antisemitischen Anschläge stattfinden, hat es was mit mir zu tun oder nicht? Bin mir da selber unschlüssig, hängt auch wahrscheinlich ein bisschen von der Tagesform ab, aber ich habe da immer noch keine eindeutigen Antworten drauf gefunden. Sie haben mir erzählt, dass jüngst als die französische Ausgabe dieses Buches erschienen ist und Sie das dann auf Französisch vorgestellt haben, da mussten Sie mit den Tränen kämpfen. Warum? Na, es war komischerweise immer so, dass dieses Buch mich emotional überrascht hat. Also ich weiß noch, ich saß in Köln bei Kiepenheuer & Witsch und da waren 300 Buchhändlerinnen aus Nordrhein-Westfalen, die eingeladen waren zu einer Vorpremiere des Buches. Und das Buch war gerade als Vorexemplar erschienen. Das gab es noch nicht mal im Buchhandel. Und ich flog nach Köln und habe im Flugzeug mir die Stellen angehört. Da dachte so, ach, liest du dir ein bisschen was vor. So. Und dann fing ich an zu lesen und merkte, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht durch. Ich musste heulen. Meine Lektorin musste weiterlesen, Sandra Heinritzi. Die musste das zu Ende führen, weil es ging nicht. Weil ich hatte völlig unterschätzt, diese Emotionen, die ich da verpackt habe in diesem Buch, dass die mir selber entgegenschlagen wird. Dass sie nicht nur den Leser
emotional, dass dann Funke überspringen wird, sondern auf mich selber, dass das auch wieder zurückfallen wird. Und so ging es mir immer und so ging es mir jetzt auch mit der französischen Ausgabe. Selbst auf Französisch war noch genug Emotionalität da, um mich wieder, vor allem nach längerer Zeit, wenn ich länger nicht in diesem Buch war, dann aber es ist auch gleichzeitig natürlich auch ganz schön, das zu sehen, dass, es sozusagen, dass ich mich selber da auch wieder drin verlieren kann. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Gefühle, die da drin stecken, irgendwie echt sind. Die auch mich erreicht haben, sehr berührt haben, als ich das Buch gelesen habe, wo wir zu Hause sind, dieser Titel hatte dann plötzlich für mich auch die Bedeutung, wo wir Deutschen zu Hause sind. Das ist unsere Geschichte. Und da leben wir jetzt, wo sich das ereignet hat. Was ist denn für Sie, meine letzte Frage, was ist denn für Sie zu Hause? Ach, das ist auch eine sehr große und nicht, keine leichte Frage, die auch, glaube ich, sich immer wieder ändert, natürlich mit den Jahren. Es gibt so mittlerweile so Dinge, die immer ortloser werden und die eher so, also zum Beispiel geht es für mich so im Frühjahr, wenn der Raps blüht, ja, blühende Rapsfelder, ja, dieser Geruch von diesem Raps ist für mich, hat was sehr Heimatliches, ja, weil wir immer einen Garten in Brandenburg hatten und immer unterwegs waren und am Wochenende und im See gebadet und also vielleicht ist Seewasser, dieser brandenburgische Raps, so, das würde ich als einen Heimatindikator nennen. Vermutlich Berlin, ja, vermutlich die Familie. Und also es gibt da so ein Territorial- und so ein Seelenprinzip wahrscheinlich bei der Heimat. Und wenn man das Glück hat, dass Territorium und Seelen dann irgendwie in einem Punkt zusammenfallen, dann hat man, glaube ich, Glück. Vielen Dank für das Glück der Einsicht, die Sie uns in Ihr Buch gewährt haben. Mit dem Geruch von brandenburgischen Raps, der jetzt plötzlich durch die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin weht, danke ich Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen Dank, Maxim Leon.